Hallo, ich habe nur noch 10 Minuten Zeit, bevor ich los muss und mein Kameraakku ist auch gleich leer. Aber ich wollte unbedingt heute noch dieses Video abdrehen, denn wie ihr vielleicht bemerkt habt, ist es im Moment für Leonie und mich sehr schwierig, Videos zu drehen. Wir haben beide unheimlich viel zu tun mit der Uni und mit unseren Jobs und mit allem anderen, was halt im privaten Leben manchmal so anfällt. Und ja, da ich jetzt gerade diese 10 Minuten habe, wollte ich das noch ausnutzen, denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wurden mir ein paar Sachen aus Amerika mitgebracht. Also ich hatte die Möglichkeit, eine kleine Wunschliste zu schreiben und eine sehr liebe Person hat mir die Sachen alle besorgt. Es wurden alle meine Wünsche erfüllt, sogar in den richtigen Farben. Ich bin wirklich total happy über die Sachen und daher wollte ich sie euch gerne zeigen. Sie sind alle in dieser wunderschönen Sephora-Tüte. Ich finde die so cool und die Person, die mir die Sachen besorgt hat, hat sogar daran gedacht, die Tüte mitzunehmen, damit ich was von der Tüte habe, was wirklich sehr, sehr, sehr lieb ist. Ich hole die Sachen jetzt allerdings mal aus der Tüte raus, weil das sonst total laut ist und die ganze Zeit im Video so rumknistert. Es sind wirklich nur ein ganz paar Sachen, es wird also ein wirklich kleiner Haul, aber es sind sehr teure Sachen und das habe ich deshalb gemacht, weil viele Sachen in den USA halt sehr viel günstiger sind, als sie hier sind, beziehungsweise es sind teilweise auch Sachen, an die man hier einfach unheimlich schwer rankommt. Daher wollte ich das einfach gerne ausnutzen und ich habe ein paar Monate vorher Bescheid gewusst und dafür gespart, also wundert euch nicht, dass es alles wirklich sehr teure Sachen sind. Ich fange mal an mit einem total gehypten Produkt, was viele von euch sicherlich schon mal gesehen haben. Und zwar ist das der NARS, oh, ich kann es nicht mal sagen, wie er heißt. Der NARS Radiant Creamy Concealer. Und zwar in der hellsten Farbe, ich glaube, die heißt, ja, Light One Chantilly oder so. Und es war anscheinend sehr schwierig, diese Farbe zu bekommen. Aber ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich diese Farbe jetzt habe, denn der ist unheimlich hell. Ich habe ihn schon jetzt zwei oder dreimal ausprobiert und der ist wirklich wahnsinnig deckend. Man muss ihn sehr schnell verarbeiten sozusagen auf dem Gesicht, weil er sonst zu schnell antrocknet, aber er hält extrem lange. Und ich bin wirklich super, super happy, dass ich dieses unglaublich gehypte Produkt jetzt auch endlich habe. Dann bleibe ich mal bei Sachen für das Gesicht und das nächste, was mir mitgebracht wurde, ist die Laura Mercier Silk Cream Foundation. Ich habe davon auch schon unheimlich viel gehört. Die ist auch sehr beliebt und sehr gehypt. Und zwar habe ich die Farbe Soft Ivory. Ich wollte eigentlich Porcelain, aber anscheinend ist Porcelain. Oh, ich habe heute echt ein Problem mit der Aussprache. Jedenfalls gab es die Farbe anscheinend nicht mehr oder die Farben wurden irgendwie umbenannt. Ich habe es nicht so ganz gerafft. Aber die Farbe passt wirklich extrem gut. Ich habe die heute drauf und ich hatte die auch schon in den letzten 2 Tagen drauf. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wie ich die Foundation finde. Ehrlich gesagt finde ich sie nicht so gut, wie ich erwartet hatte. Aber vielleicht muss ich einfach noch so die richtige Technik und das richtige Auftragemittel finden, damit da was Gutes dabei rauskommt. Denn die ist wirklich lächerlich teuer. Und wenn die da nicht gut ist, finde ich, ist es wirklich irgendwie ziemlich blöd und eine ziemliche Enttäuschung. Und dann die nächsten paar Produkte sind alles Blushes bzw. Rouges, wie auch immer ihr dazu sagt. Und ich habe wirklich ewig kein Rouge mehr gekauft. Und jetzt bin ich so ein bisschen bekloppt geworden, was die Blushes anging. Es stand nämlich einerseits einmal dieses Too Faced Blush auf meiner Wunschliste. Das ist so herzförmig und ich finde das so süß. Ich habe das irgendwo auf Instagram gesehen und ich als Mädchen, ich weiß nicht, war sofort natürlich hin und weg total bekloppt, weil, ja, ich meine, es ist herzförmig, es ist total kitschig, aber ich fand es irgendwie total schön. Und das ist halt so ein richtig glänzendes, richtig stark glow machendes Blush, also fast schon so eine Art Blush mit Highlighter. Und ich mag sowas total gerne. Also ich trage eigentlich nicht so gerne matte Rouges oder Blushes. Von daher fiel das einfach genau in mein Beuteschema. Und ich habe die Farbe Something About Berry mir ausgesucht. Das ist halt einfach so, ja, ein recht normales, neutrales, eher kühles Pink. Aber denke ich, steht fast jedem mit so 3 verschiedenen Farben wirklich wunderschön und auch super pigmentiert und sehr lang anhaltend. Also das hat wirklich eine gute Qualität. Auch wenn es vielleicht so ein bisschen billig oder ramschig aussieht, aber ich weiß nicht, irgendwie wollte ich das unbedingt haben. Dann noch so ein Blush, was hauptsächlich wegen der Verpackung mit musste, und zwar das Clinique, der Clinique Cheek Pop oder das Clinique Cheek Pop oder die Clinique Cheek Pop. Eins von diesen Blumenblushes von Clinique, die waren in Deutschland sofort ausverkauft. Es gab, glaube ich, so 3 pro Filiale, so gefühlt. Und ich habe mich für die Farbe Berry Pop entschieden. Ich entscheide mich, wenn ich nicht so die Farben direkt an mir ausprobieren kann, meistens für so kühlere Pinktöne, weil ich finde, dass es mir meistens besser steht als so warme Farben. Und ja, den habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich ihn so schön finde. Also ich kann noch nichts darüber sagen. Ich habe ihn einmal im Laden geswatcht in Deutschland, aber
Da kann man natürlich jetzt nicht so viel darüber aussagen, wie sie tatsächlich sich im Gesicht verhalten. Also keine Ahnung, wie die so sind. Aber es ist auch einfach viel zu schön, um ihn zu benutzen. Und ja, deswegen habe ich $20 für ein Produkt ausgegeben, was ich nie benutzen werde. Und das letzte Produkt ist dann noch ein Blush. Und zwar von Chanel, ein Creme Rouge. Und Chanel gibt es zwar auch in Deutschland und das ist auch jetzt nicht ständig ausverkauft, aber das ist in Deutschland sehr viel teurer, als es in den USA ist. Und ich habe bisher nur ein Chanel-Produkt und zwar einen Lippenstift und den finde ich wirklich super. Und dann stand ich letztens vor diesen Blushes und habe die geswatcht und war total angetan, weil die ganz anders sind, als man erwartet. Also wenn man die so aufträgt, werden die fast pudrig und sind ganz, ganz langanhaltend. Also ich habe die Farbe auf meiner Hand geswatcht und das kam den ganzen Tag nicht richtig runter. Und das ist die Farbe 65 Affinité. Und das ist eine total einzigartige Farbe, finde ich. Das ist so richtig krass korallpink, ganz stark pigmentiert. Ich habe noch nicht so unbedingt den optimalen Pinsel gefunden, um das aufzutragen. Vielleicht trägt man es am besten mit den Fingern auf. Ich bin nicht so ganz sicher. Ja, darüber bin ich auch sehr happy. Und die letzte Sache halte ich nur einmal ganz kurz in die Kamera, weil ich gar nicht weiß, ob ich es darf. Und zwar ist das die Naked 3 Palette, aber die ist nicht für mich, sondern für Leonie. Denn Leonie durfte natürlich auch nicht zu kurz kommen und hat sich aber nur die Naked Palette ausgesucht. Und zwar die Naked 3, falls ich das noch nicht gesagt habe. So sieht das gute Stück aus. Und ich werde sie nur einmal. Der Pinsel kommt mir schon entgegen. Da ist immer so ein Pinsel dabei, aber den finde ich nicht so gut. Ja, ich halte sie nur einmal kurz so in die Kamera. Ich kann sie jetzt euch nicht swatchen oder so, denn natürlich werde ich sie nicht anfassen, da sie für Leonie ist. Und ja, sie ist wirklich wunderschön, sehr rosig, sehr roségold, aber wirklich hübsch. Ich habe noch eine Frage an euch und zwar habe ich ein altes Video, was ich bestimmt vor einem Monat vorgedreht habe und zwar ein aufgebrauchtes Video. Und ich weiß nicht, ob ihr das doof findet, wenn ich so ein altes Video hochlade. Ich kann es nicht nochmal drehen, da die Produkte natürlich schon im Müll sind jetzt. Und ich weiß auch nicht, ob ich da überhaupt so zurechnungsfähig war in dem Video, denn ich war krank, als ich es gedreht habe. Aber falls es euch interessiert, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann werde ich vielleicht doch noch versuchen, da irgendwas Brauchbares draus zu schneiden, sodass ihr noch ein aufgebrauchtes Video bekommt, auch wenn es etwas älter ist. Aber natürlich nur, wenn ihr das wollt. Und das war's dann jetzt mit diesem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wieso habe ich gewunken? Also ganz ehrlich.